Wegen der Terrorgruppe ISIS sind riesige Flüchtlingsströme entstanden und zahlreiche Menschen flohen ins irakische Kurdistan. Hier sieht man das Flüchtlingslager Shekhan, wo vor allem Jesiden untergebracht sind. Das Hilfswerk CAPNI, Christian Aid Program Northern Iraq, hat hier für die Kinder einen sogenannten Child-Friendly Space eingerichtet, der etwas Freude in ihren Alltag bringen soll. Die Jesiden sind untereinander recht inhomogen, da diejenigen aus Sinjar sich stark von denjenigen aus anderen Herkunftsgebieten unterscheiden, wo die Jesiden mit anderen Volksgruppen gemischt waren. So meiden traditionelle Jesiden von Sinjar interessanterweise die Farbe Blau und sie gelten auch als weniger fortschrittlich als andere ihrer Volksgenossen. Außerdem leben hier im Camp noch einige Schiiten. So ist es eine recht bunte Mischung von 625 Kindern zwischen 5 und 14 Jahren, die in vier Schichten zu je 1,5 bis 2 Stunden hierher kommen, zum Malen, zum Singen, zum Fußball, Volleyball oder Basketball spielen, aber auch zum Lernen. Ich als Direktor dieses Kinderhorts habe weniger Herausforderungen als meine Lehrer, die hier arbeiten. Sie haben nämlich sehr viele Kinder und sie kommen aus unterschiedlichen Regionen und Religionen. Die Kinder sind mit ihren Gedanken und Problemen, die sie haben, eine sehr inhomogene Gruppe, also nicht von vornherein wie eine Familie. Es macht mich glücklich, wenn ich zum Beispiel einen kleinen Buben zum Lächeln bringen kann. Ich arbeitete früher sehr viel ehrenamtlich. Nun verdiene ich etwas. Aber meine Begeisterung ist dieselbe geblieben, nämlich hier zu sein, um Flüchtlingskinder zum Lächeln zu bringen. Außerdem freuen Mohammed Josef Ramo die häufigen Rückmeldungen von Eltern, sie könnten jetzt endlich wieder etwas Zeit zu zweit verbringen, weil die Kinder im Kinderhort gut betreut seien. Doch manche Kinder sind ohne ihre Eltern hier. Diese sind in der Hand von ISIS. An Menschen, die seelisch sehr stark leiden, ist CAPNI mit diesem Programm ganz nahe dran. Hier der Child-Friendly Space im Flüchtlingslager Daudie. Besonders bei dem kalten und feuchten Wetter, das hier gerade herrscht, sind die Kinder froh um die beiden zwar behelfsmäßigen, doch trotzdem gemütlichen Räume. War zu Beginn des Films von den Eigenheiten der Jesiden aus Sinjar die Rede gewesen? Nun, hinsichtlich wenig fortschrittlich und blauer Farbe stellt der 12-jährige Asadin offensichtlich eine Ausnahme dar. Ich hatte keine Ahnung vom Malen, doch als ich hierher kam, lernte ich alles von den Lehrern. Ich bin ein bisschen stolz auf meine Zeichnungen und außerdem habe ich recht viel Spaß mit meinen Freunden hier. Hilfe für Flüchtlinge, das bedeutet viel mehr als Nahrung und eine halbwegs warme Unterkunft. Die Kinderhorte von CAPNI wollen Kindern etwas von ihrer Würde zurückgeben. Und natürlich, sie sollen lächeln oder auch mal lachen.